Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback eurerseits. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer natürlich, Freunde, gerne weiterhin Feedback da lassen. Gerne weiterhin ein bisschen Liebe und Support da lassen für die Videos. Wenn ihr Bock habt auf mehr, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten natürlich Videobeschreibung abchecken und beim Gewinnspiel mitmachen, Freunde. Ansonsten Spaß haben, ja. Es ist klar. So, Jungs, was geht ab? Hey, was geht? Oh! So. Alter, so geil. Ich habe in der Zwischenzeit ein, zwei Nebenmissionen gemacht und habe diese Eiskanone oder Eiswaffe gefunden, die die einfach einfriert. Richtig nice Knarre, Alter. Allgemein so die ganzen Waffen haben teilweise echt sehr, sehr coole Nebeneffekte oder wie nennt man das? Perks. Genau. Zack, Alter. Yo, was geht? Komm mal her jetzt hier, was willst du, hä? Warum snipest du von da hinten immer auf mich drauf, du Sau, ey? So. Das müsste es gewesen sein, schon, ja. Ja. So, Tür aufmachen. Zahidi, was erwartet mich mit diesem Corrigan? Er ist Grand Marshal von Trenchtown und dem Steinbruch im Osten. Wenn wir in den Wald wollen, müssen wir an ihm vorbei. Dieser Wald. Meine Einheit war dort, nachdem wir gelandet sind. Nach vielleicht 20 Minuten hat die Hälfte der Truppe schwarzen Schleim gehustet. Ich weiß, aber keine Sorge. Ich habe einen Plan. Alles klar. Na gut, wenn er einen Plan hat, dann ist ja alles easy, oder? Gar kein Problem. Oh, Level 40 schon. Sehr gut. Ich wollte diesen Ort doch nie wiedersehen. Hey, halt dein Maul! Wo finde ich diesen Corrigan? Im großen Bunker. Ich sag ihm, dass du kommst, obwohl du kaum zu übersehen bist. Okay. Schon wieder ein neues Lager. Let's go. Schauen wir doch mal. Nicht hier lang. Darf ich mitkommen? Nein, Jakob. Du musst hier die Trucks bewachen. Ja klar, ein alter Säufer wird diesen schwer bewaffneten Truck-Team garantiert Angst einjagen. Ja, hör doch einfach mal ausnahmsweise oft mit dem Saufen, Junge. Interessant. Suffkopf, ja. So. Kann mir jemand helfen? Hier runter oder was? Komplette Verwirrung gerade. Ich bin hier, ja, schon hier gar nicht mit den Bomben und Raketen. Mir fehlt sogar was, wenn sie aufhören, um. Sei vorsichtig, sie sind gleich hier. Tja. Das ist Goodmans neuer Champion. Sollst du mich etwa einschüchtern? Ich dachte, ihr seid Verbündete. Heute, ja. Du sollst mich nur durch dein Minenfeld lassen. Ich verschwende die Gefangene. Was hat sie getan? Meine Wahrsagerin hat den Sieg prophezeit. Meine Männer liefen in einen Hinterhalt. Ich hab gesagt, was du hören wolltest. Ich kann die Scheißvision nicht erzwingen. Ich hab dir gesagt... Schluss mit dem Bullshit! Wir kämpfen morgen ohne einen Veränderten. Du hast echt ein Problem. Wir haben doch, was du brauchst. Morgen wirst du mit seinen Männern kämpfen? Dann lass das Mädchen gehen. Für sowas habe ich keine Zeit. Was bedeutet sie dir? Sie ist fast wie eine Tochter für mich. Oh, Moment mal, du hast eine Tochter? Nee, vielleicht habe ich es mal mit ihrer Mutter getrieben oder mit ihrer Tante. Weiß ich nicht mehr. Diese Abmachung gefällt mir sehr. Sie wollen Passage nach Osten und die Hexe? Gern. Willst du etwa Seths Platz in der Schlacht einnehmen? Warte. Seth ist hier? Der große Veränderte wurde in der Trümmerzone gesehen. Er jagte einen von euch. Ich werde ihn suchen gehen. Ja, tu das. Wir greifen bei Tagesanbruch an.
Wenn ich mein Orakel aufgeben soll, muss einer von euch hier sein, sonst blase ich den Deal ab. Ja, ja. Hey! Ich danke dir. Verlass den Truck nochmal. Und ich schweiß dich ans Lenkrad. Alles klar, alles klar. Ich bemerke es schon gar nicht. So, du hast dich also entschieden, Seth in die Ruinen des alten Industriegebiets zu folgen. Ich hatte da früher mal das Sagen. Und? Willst du das Gebiet zurückhaben? Damals befand sich dort das Herz der Industrie, bis die Anomalie unsere Technik gegrillt hat. Dann ist das Triebwerk explodiert und hat das Gebiet auch noch verstrahlt. Das reinste Chaos. Ich habe die Leute rausgeholt, habe sie gerettet und diese Stadt gegründet. Ich könnte einen Komplizen brauchen. Denk drüber nach. Da gibt's nichts nachzudenken. So sieht's aus, so sieht's aus. Wir wollen doch einfach nur unseren Job erledigen, Alter. Aber der Jakob, Alter, das ist echt... Tagebuch. Das ist nicht cool. Ja, vielleicht habe ich da ihre Mutter oder ihre Tante mal geballert. Keine Ahnung, Mann. Kann sein, kann nicht sein. Wer weiß, Mann. So. Okay, wo müssen wir jetzt hin? In die Trümmerzone, was? Achso, da ist der. Manchmal sieht man wie nennt man das, dieses Fadenkreuz gar nicht. Direkt wieder in die nächste Zone, Alter, das geht echt schnell, wa? Oh, Sumpfgebiet oder was? Sieht ein bisschen so aus. Oh, ganz geil. Kann ganz geil sein, auf jeden Fall so ein Sumpfgebiet. Alles klar. Hier anscheinend doch nicht Sumpfgebiet. Vielleicht kommt es noch. Manchmal, ey, manchmal dreht der Anzeigepunkt ein bisschen durch, wa? Da kann ich manchmal am Anfang auch nicht so entscheiden, wo will ich jetzt eigentlich hin? Verdammt nochmal hier. Okay, was ist das denn hier? Warum leuchtet die so komisch? Achso, Frischwasserquellen. Okay, bevor der Punkt die ganze Zeit angezeigt wird, schauen wir nochmal ganz kurz. Wo können wir den denn reinkloppen? Rüstungsdurchschlag. Erhöhter Widerstand. Was kann man denn nehmen, Alter? Was kann man denn nehmen, ey? Nehmen wir das. Let's go! Oben, unten? Man weiß nicht so genau. Kommt wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus, wa? Oder läuft aufs Gleiche hinaus. Da ist ein Brecher, Junge. Oh, Alter, wie schnell wurde der... Alter, wie schnell wurde der kaputt gebumst, Alter, von mir. Heftig. Aber bald haben wir das nächste... Oh! Oh, Alter! Haben die Artillerie oder was? Mörserschlag oder wie? Drecksau, ey. Komm her, komm her. Bald müssen wir Stufe 7 erreichen, von der Welt her. Wenn ich jetzt nicht drauf gehe. Das sieht aktuell nicht danach aus. Jawohl. Bam, Junge. Zack. Ey, lass die Scheiße. Komm schon. Hallo, kannst du mal verrecken? Alter, das war knapp. Danke. Oh, das nervt so mies, Alter, mit diesen ständigen Granatenfallen. Alter, sind wir hier bei COD Materium oder was? Alter, die Eiskanone ist so geil. Wenn die wirkt, ist sie nice. Verpiss dich, Junge. Oh! Zu weit im Feindesgebiet! Zu weit im feines Gebiet. Oh, scheiße, Alter. Muss aufpassen, ja. Wie es scheint, ist diese Zone wohl nicht völlig verlassen. Das Gebiet ist noch immer stark verstrahlt. Trotzdem sind dort Plünderer und Rebellen unterwegs, um nach brauchbarem Schrott Ausschau zu halten. Ja, das haben wir gemerkt. Bisschen noch irgendwas an Aktivitäten los ist. Ich wusste es, dass hier eine Kiste ist. Her damit. So. Erstmal alles mitnehmen wieder. Nice. Ah, vielleicht noch ein Gefecht, dann sind wir vielleicht auf Stufe 7. Kann das sein? Mal gucken. Wir werden sehen. So. Neue Flagge.
Tag. Neuer Reisepunkt. Bam, Junge. Das hier auch noch mitnehmen. Bringt es eigentlich was, das hier einzusammeln? Was. Also, ich mach's, wenn ich sehe, vor meinen Augen sehe ich. Also, wenn ich sehe, dann nehme ich das mit, aber. Bringt das irgendwie was? Bringt das irgendwie Vorteile? Schaltet man da irgendwie was frei oder sowas? Nee, Erfahrungspunkt habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wenn man die Sachen einsammelt. Hey Jungs, was geht? Wie man immer die Kampfgebiete sofort erkennt, war man erkennt sie sofort immer. Oh Junge, das nervt so heftig. Lui! Schön, Alter. Oh, wenn der Eiseffekt knallt, Alter. Dann knallt er, Alter. Dann knallt er. Komm her. Jawohl. Wie viel Schaden die denn auch bekommen, ne? Junge. Krasser Typ, ey, wie er sich da reingerollt hat. Bam! Die Sniper-Pisser, Alter. Die nerven richtig. Verzieht euch! Oh ja! Bam! Oh, saftig! Komm her, Sniper-Fuzzi! Hm, was machst du da oben? Abfacken! Zur Seite mit euch! Hallo! Danke! Granate wieder! Nachladen! Schneller! Mach ihn weg! Jawohl! Ey, so geil, Alter! Jui. Werden die eigentlich getroffen davon? Anscheinend nicht, wa? Schnell looten, schnell looten. Komm doch. Alter, das ist so nice. Der Effekt ist so geil. Kurz abbauen nebenbei. So viel Zeit muss sein. Ich habe immer noch nicht einmal eine Waffe bearbeitet. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Man kann ja anscheinend so diese ganzen Effekte, wenn man die einmal freigeschaltet hat, so rauftun auf die Waffen, die man Bock hat. Aber ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt mit dem System. Aber soll ganz cool sein, habe ich gehört. Okay, hier draußen ist nichts mehr. Jungs, komm jetzt rein, ja? Sehr gut. Sehr gut. Einer noch, glaube ich. Ist hier noch irgendwie was? Irgendwas Geiles? Ja, zum Einsammeln. Ohne Kiste, oder? Ja, schön. Her damit. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Schrotflinte, Alter. Die haut zwar ganz gut rein, aber drei Schuss, Junge. Ist ja nichts. Ist einfach nichts. Ist das hier? Okay. Drei Schuss pro Magazin ist einfach viel zu wenig. Oder? Was meinst du? Sehr gut. Ah, okay. Da jetzt rein. Kommt jetzt ein Miniboss oder was? Räumen wir den Bunker frei? Holy shit, ja, alles klar. Bam! Oh, ich liebe die. Ich liebe diese Attacke. Kommt her, kommt alle her. Boah! Alter, weg hier. Nachladen, schneller. Auf den Großen drauf. Schnauze daneben. Hab zu tun hier. Direkt nochmal eingefroren. Und du noch. Ich weiß, das ist dir gerade egal, aber ich schulde dir was für deine Hilfe mit Channa. Was ist mit dir? Nichts. Hab mich nie darum gerissen, Vater zu sein. Ganz im Gegenteil. Jakob, warte. Da ist noch was. Ich hab sie schon mal gesehen. Was? Wo? Er hat sie gebumst. Hatte eine Vision. Im Kälteschlaf. Verdammt, jetzt kommst du auch mit dem Scheiß. Mach mal halt lang. Ja, Jakob. Ja, sorry, Alter. Wir haben sie gebumst. Im Kälteschlaf. Hat sie sich an den Sorben gerieben, ja. Passiert des Öfteren. So, erstmal den ganzen Loot hier mitnehmen.
Oh, das so viel Zeit muss auch noch sein, vorne das auch noch mitzunehmen. Und dann nach der Session muss ich erstmal gucken, hier die Waffen austauschen. Ich habe so viel Loot eingesammelt jetzt in der Folge alleine schon wieder. Ui, was haben wir denn da wieder? Ja, beim letzten Mal hast du ja verkackt. Okay. Sieht genauso wieder aus. Du verkackst schon wieder. Was ist das für ein Vieh, Alter? Holy shit! Sag mal, muckst du hier auf oder was? Okay, okay, okay. Kommt her, kommt her. Der kann ja gar nichts, Alter. Der kann ja wirklich gar nichts, wa? Ne, der kann echt gar nichts, Alter. Du bist ja der größte Loser, Alter. Der größte Loser! Ey, die Knarre ist so nice, Alter. Bin zwar nicht der. Oh nein, lass mich das. Oh, du Sau, Alter. Oh, was haben wir denn da? Okay. Neue Variante, bisschen größer. Frieren wir direkt ein. Holy shit! Hat er sich mit dem schwarzen Zeug be. Oh, okay, alles klar, Bruder. Er hat das schwarze Zeug benutzt, wa? Um seine Haut zu verstärken oder was? Alter! Die miesen Mistkerle, Alter! Geh mal weg, du Pisser, ey! Trotzdem kannst du nix. Trotzdem kannst du nix. Loser. Trotzdem kannst du nichts. Abkacker, Junge. Was wollt ihr? Holy shit. Holy shit. Abkacker. Junge, kann ja gar nichts. Jo. Zur Seite, Alter. Dass ich mich mit so einem Müll eigentlich beschäftigen muss, wa? So. Jetzt aber. Bauarbeiter Bob. Schlägt wieder zu, ja. Das ist doch ganz geil. Also das was wollte ich sagen? Gegnerdesign ist eigentlich ganz cool, finde ich, ehrlich gesagt. Für meinen Geschmack können es. Ja, jetzt ist halt wieder eine neue Variante dazugekommen, aber so. Für meinen Geschmack hätten es schon ein, zwei neue Sachen bisher schon sein können, noch mehr. Als wir bisher hatten. Weil, wie gesagt, das sind für mich persönlich so immer Sachen, die müssen stimmen bei so einem Spiel. Die Abwechslung in Sachen Gegner, in Loot und Leveln. Das sind so die Grundpfeiler meiner Meinung nach, die müssen perfekt sein. Oder nahezu perfekt oder sehr gut sein, sag ich mal, damit die motivieren. In so einer Art von Spiele. Weil es halt darum geht, immer wieder in die Mission reinzugehen, zu looten und zu leveln und so weiter. Und wenn da die Abwechslung der Gegner nicht stimmt, dann ist halt Jakob. Aber bisher ist ganz Seth gut. Seth ist tot. Was? Wie? Er wurde noch nie besiegt. Sie. Man nennt ihn Moloch. Jakob? Es gibt noch einen Veränderten. Einen mit mehr Macht als Seth. Wow, das sind ja scheiß tolle Neuigkeiten. Ich hätte es wissen müssen. Stufe 15, Morgan. Baby. Seth ist tot. Unmöglich. Du lügst. Hab ihn gesehen. Verbrannt. Wir rücken bereits zur Front vor. Jetzt wird's Zeit, dass du Wort hältst! Okay, die Frage. Achso, hier ist Schlank. Ja, aber. Ich weiß nicht. Machen wir jetzt hier schon Schluss oder was? So, das erstmal abbauen. Bis welche Weltenstufe geht es eigentlich, Alter? Eigentlich ganz cool gelöst mit der Weltenstufe, dass du auch
dass du auch die aufleveln musst und dass sie dann sinkt, wenn du einmal drauf gehst oder sowas oder mehrfach drauf gehst, dass du immer wieder ein bisschen Fortschritt verlierst. Das ist eigentlich ganz cool gelöst. Also die haben schon wieder hier ein paar coole Ansätze. Irgendwie, es gibt so viele Spiele dieser Art, die immer wieder so coole Ansätze haben, aber das perfekte Game bisher? Gibt es für euch bisher das perfekte Looter-Game, wo ihr sagt, Alter, da stimmt einfach alles? Gibt's nicht, oder? Es gibt immer irgendwie ein, zwei Sachen, die so abfangen oder so, wo du denkst, Alter, warum ist das so? Was? Alter, das hat doch gerade hier links angezeigt, dieser Scheißpunkt, weil der kann sich auch nicht entscheiden. Wo willst du denn, dass ich hingehe? Sorry, ganz ruhig. Ich hab doch gelesen jetzt. Ist okay. Ist doch okay, aber manchmal dreht er wirklich durch. Jetzt, das war mein Fehler, okay, gebe ich zu. Aber manchmal flippt er ein bisschen aus. Komm, mit dem labern wir mal ganz kurz nochmal. Achso, wir müssen los. Ja, komm, scheiß drauf. So, schließe hey, dich hier spricht Marshal Bailey. Beweg deinen Arsch zur Front. Der Angriff beginnt gleich. Die Bestie. Woher das Interesse an der kleinen Hexe? Sie ist mir eigentlich egal. Ich helfe nur einem alten Freund. Du bist verändert. Warum hilfst du dann dem Pöbel? Der Pöbel und ich sitzen im gleichen Boot. Warum haben Idioten wie du so viel Macht? Was ist das hier eigentlich, Alter? Was ist das denn? Das sehe ich zum ersten Mal. Diese gelbe Pranke oder Tatze oder was das sein soll. Tier, Dingsbums. Und das gelbe Sniper-Symbol, sehe ich auch zum ersten Mal. Ich habe einen Brief von meinem Bruder. Da. Er ist ein Verbandter. Was ist das, Alter? Keine Ahnung. Werden wir vielleicht herausfinden. Hier ist aber erstmal Schluss, Freunde. Sorry. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Seid auf jeden Fall am Start, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, Support ist kein Mord, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Haut rein. Tschüss.